Entwarnung für Berlins Autofahrer. Die geplante Nahverkehrsabgabe, die bei Kauf einer BVG-Umweltkarte angerechnet werden sollte, ist vom Tisch. Sie sei rechtlich umstritten und nicht durchsetzbar. Dennoch wollen die Grünen an den Geldbeutel der Autofahrer. Der Begriff Nahverkehrsabgabe, wie er im Moment noch im Entwurf steht, ist etwas missverständlich. Was wir wollen, ist das Parken in der Innenstadt teurer machen, indem wir sagen, es muss eine Parkraumbewirtschaftung insgesamt geben. Und das, wenn es nach dem geänderten Wahlprogramm der Grünen geht, im ganzen S-Bahn-Ring. Im Klartext, 400.000 Autobesitzer müssten jährlich 50 Mark für eine Vignette bezahlen. Kurzparker würden mit mindestens 4 Mark für 2 Stunden zur Kasse gebeten. So teuer ist auch ein BVG-Ticket. Mit der Parkraumbewirtschaftung soll pro Jahr ein 2-stelliger Millionenbetrag in die Kasse fließen. Mit dem Geld soll die BVG unterstützt und so 30% billiger werden. Wir haben in den vergangenen Jahren immer eine konsequente Subventionierung des Autoverkehrs gehabt. Autofahrer mussten für die Kosten, die sie verursachten, nicht gerade stehen. Das muss schrittweise angenähert werden. Und in dem Maße, wie Autofahrer für ihre Kosten auch selber aufkommen müssen, ist es dann einfach attraktiver, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Für den verkehrspolitischen Sprecher der Berliner CDU eine Milchmädchenrechnung. Die Berliner könnten nicht noch mehr mit Abgaben belastet werden. Wir haben in Berlin mehr als genug Abgaben für die Bürger. Die Bürger sind sehr belastet, auch durch die Ökosteuer beispielsweise. Wir können es uns überhaupt nicht leisten, noch mehr finanzielle Mittel von den Bürgern zu verlangen. Und außerdem würde diese Nahverkehrsabgabe auch kein Problem lösen, das wir zurzeit in der Verkehrspolitik haben. Höhere Parkgebühren für eine billigere BVG. Die Berliner Autofahrer sind von der Idee nicht begeistert. Spenden. Kann ich nur dazu sagen. Die Grüne Partei soll mehr Straßen schaffen, größere Straßen, größere Parkplätze, damit die Stadt belebt bleibt durch die Autofahrer. Ständig muss man hier abdrücken, Parkgebühren ziemlich hoch. Man weiß schon gar nicht mehr, womit man sich hier in der Stadt vorwärts bewegen soll. Am Wochenende soll der Landesparteitag der Grünen über das geänderte Wahlprogramm abstimmen.